Hallo und willkommen zurück hier im Ladebildschirm. Einige werden vielleicht sehen, ich sitze an der exakt selben Stelle, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Aber meine Herzen sind anders, meine Ausrüstung, die Tageszeit und das Wetter. Well, I have been busy a bit. Kann ich noch weiter Gas geben? Okay, hier haben wir dann Dingens gemacht. Okay. Genau. Was hat CJ an dieser Stelle gemacht, fragt ihr euch bestimmt. Well, ladies and gentlemen. Ich habe gewartet. Eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Und dann habe ich gesehen, dass ich es verpennt habe, habe mich drum hingestellt und bin, ja, bin auf Dinral gegangen. Und diese wunderschönen, smoothe, weiche Bewegung bin ich eine sehr, 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 sehr lange Zeit gegangen. Und ich bin sogar auf dem Drachen, weil ich habe mich auf dem Rückenteil, auf dem Spike quasi, habe ich mich hingestellt und habe mich die ganze Zeit dran festgehalten. Und alle 10 Minuten, wenn der Drache wieder wach geworden ist, dass ich ihn ernten kann, habe ich ihn abgeerntet. And I have done that for a very, very long time. Da bin ich runtergefallen, weil ich angefangen habe, die Clowns zu holen und dann habe ich die anderen Drachen nebenbei gemacht. Da bin ich auf Nyndra gefahren, habe eine Nyndra-Runde gemacht und noch eine und wieder runter und wieder lang und noch eine und hoch und wieder lang. Da bin ich runtergefallen. Da habe ich gewartet. Und dann bin ich noch eine Runde gefahren. Dann bin ich noch eine Runde gefahren. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, CJ, warum hast du die Items nicht gedupt? Sehe ich aus wie jemand mit einem Small Peepee? I'm a fat guy. Just saying. No, I grind my shit myself. Da habe ich unter Tage gewartet, das sieht man gerade nicht, aber da war ich unter Tage und habe gewartet, bis Dinral vorbeikam. Ne, sorry, Farosch. Habe ich sehr lange gewartet, weil ich nicht gesehen habe, dass Farosch da unten rauskommt und nicht oben. Dann habe ich da gewartet. Da war ich hier oben drauf, genau. Muss man erstmal wissen, wo man eigentlich gerade hingucken muss. Dann sind wir unten lang gegangen. Kann man sehr schön sehen, wo die Drachen lang gehen. Dann sind wir hier oben durch. Dann sind wir wieder runter. Sind noch eine Runde gefahren. Und wieder hoch. Dann bin ich runtergefallen. Das war hier oben dann, genau. Dann war ich fertig. Dann musste ich noch ein paar Dinral-Sachen machen, weil ich ein paar vergessen. Nein, das ist Zeldas Path. Genau, das ist der Light Dragon, der hier gerade lang fliegt. Schön zu sehen, wie die Strecke davon geht. Einmal komplett obendrauf lang gefahren. Und dann habe ich realisiert, dass mir noch zwei Dorn-Dinger von Pharosh fehlen. Und jetzt stehe ich wieder hier. Und der gewiefte Zuschauer hat schon mitbekommen, was ich gerade alles gesagt habe. Ja. I have them all. Ich habe mir eine Liste gesucht mit allen Dragon Parts, die ich brauche. I have them indeed all. I farmed every thick piece in this game. However, wisst ihr, was ich auch noch brauche? Und zwar insgesamt 104 Stück davon. This thing.
And you know what I have won? Star Fragments. Yep. Ich habe keine Ahnung, wie ich davon so viele farmen will. Aber you know, das ist ein Problem für later, CJ. For now, werde ich erstmal in aller Ruhe meine Koroks weiter einsammeln. Because that is what I do. Und ich gehe davon aus, wir werden heute fertig werden mit der Surface. Dann geht's straight up in die Depths. Oh, da ist noch ein Edison sein. Actually, das ist aber an der Stelle, da würde ich sagen, da waren wir schon, hoffe ich. Aber ja, falls ihr euch fragt, wie ich das abgefarmt habe, es ist relativ einfach. Du hängst dich halt mit der entsprechenden Rüstung, die du für den Drachen brauchst, an den Drachen ran, an die Schuppe, seitlich, damit auch wenn er hoch und runter geht, du immer noch dran hängen bleibst. Und spielst Destiny nebenbei und gehst fischen oder gehst mit deiner Sea of Thieves Crew auf eine Voyage oder spielst Terraria nebenbei oder basically irgendwas anderes. Und alle 10 Minuten tust du den Drachen einmal an der Stelle anhauen, wo du es brauchst. Und ihr merkt vielleicht, ich habe keine Champions draußen. Das liegt daran, weil die mir so dermaßen auf den Sack gegangen sind. Vor allem, und ich glaube nicht, dass ich das sagen werde, der fucking Bird. Er war der Schlimmste. Weil wenn du die Drachenteile anschlägst, also insbezüglich die Klauen, dann bleiben die einen ganz kurzen Moment da dran hängen, bevor sie wegfliegen. Nur du kannst nicht sonderlich gut, weil du hast halt Aufwind, gut dich da dran hängen bleiben. Und wenn du A spammst, um die Sachen aufzusammeln und Tulin dich dann einfach nach Madden Süd fliegen lässt, dann kriegst du einen leichten Anfall. Ich zumindest. So, that's why I disabled all of them. Anyway. Jetzt geht's wieder normal weiter. Hust, hust. Genau, außer die Dragon Parts habe ich basically nichts gemacht, weil ich halt meistens andere Spiele aktiv gespielt habe und die Drachen waren so das einzige, wo du nicht aktiv sein musst dafür, sondern du stellst dir einen Timer auf 10 Minuten oder hast Elgato Capture auf der linken Seite offen und wenn du siehst, dass der Drache wieder anfängt zu leuchten, nimmst einen Controller in die Hand, machst 3 Handbewegungen, sammelst das Ding ein und dann für die nächsten 10 Minuten Game and Watch. That is funny, because there is a thing that's called Game and Watch. Appreciate my joke. Genau, ansonsten ist absolut gar nichts passiert. Ihr habt nichts verpasst. Es ist jetzt eine gute Woche. Oder ist es eine Woche? Ich glaube ja, es ist eine gute Woche, seit wir das letzte Mal Zelda gespielt haben. Ist ein bisschen Zeit vergangen seitdem. Wir haben jetzt für YouTube als Referenz, wir haben jetzt Dave the Diver angefangen. Ich komme direkt aus dem Spiel. Haben es für gute 3 Stunden gespielt. Ist ein weirdes Game. Es ist ein Exploration, Dive, Water Game und ein Restaurant Cooking Mama Simulator. It makes no sense, was ich gerade sage, aber trust me, das ist so ziemlich genau das, was es ist. Ist ein gutes Game, though. Ah, Farosh. Ja. Hallo. By the way, ich hab jetzt absolut in- und auswendig gelernt, wo jeder Drache lang fliegt und ab welchem Punkt man ihn ungefähr da wiederfindet.
Es ist absolut insane. Ich könnte euch, ohne mit der Wimper zu zucken, wenn ihr mir zeigt, wo einer der Drachen ist, könnt ihr euch wahrscheinlich sagen, wo die anderen beiden sind. Zelda zählt nicht. Zelda ist ein bisschen zu groß vom Possible Radius, wo sie sein kann. Ja, haha. No. Stop it. Ach, das ist so ein Sky Pond Tower, nenne ich es jetzt mal. Wir haben übrigens noch keine Informationen zu irgendeinem Tears of the Kingdom DLC, ne? I am waiting. Nicht, dass ich mit dem Spiel fertig werde und es dann erstmal zur Seite lege und dann kommt das DLC. Das ist meine größte Angst, weil ihr wisst genau warum. Wenn ich ein Spiel längere Zeit nicht spiele, vergesse ich die Steuerung. Also, wenn's so eine Steuerung ist, ne? Tastatursteuerung, egal welches Spiel. Höchstens 2 Minuten, danach kann ich's wieder. Aber Controllersteuerung, ich kann genau ein Spiel mit dem Controller spielen. Ein einziges. Und alles andere ist eine komplette Überforderung für mich. Deswegen habe ich Pikmin auch immer in einem Stück hintereinander gemacht. Weil ich die Steuerung sonst da komplett verlerne. Okay, vielleicht 2 Games, weil wir haben Pikmin und Zelda schon relativ separat gespielt. 2 Games kriege ich hin. Solange sie nicht im Genre gleich sind. Aber ansonsten, ne, absolut nicht. Da? Und da. Und wir haben von hier. Ja, wir machen erstmal hellblau, pink und blau. Und dann gucken wir weiter. Ja, Pharaoh wird jetzt da reingehen. Just so you know. So, das war Allison. Haben wir. Also hatten wir. So rum wird ein Satz draus. Ich habe Elgato übrigens auch instant gemutet, weil so wunderschön diese Musik auch ist, wenn du sie 8 Stunden am Stück hörst, ist sie das nicht mehr. Und falls ihr euch jetzt fragt, 8 Stunden? Ja. Wenn meine Freunde und ich eine Session zusammen zocken, dann sind die sehr lange. Also wir haben Terraria und Valheim gezockt von kurz nach 21 bis morgens um 6:30. And I regret nothing. Das sind mehr als 8 Stunden, wenn ich so gerade drüber nachdenke. Weitaus mehr als 8 Stunden. Ja, no chance. Hier auf der linken Seite, wenn ich das richtig sehe. Das hier? Hell yeah.
Apropos, weil ich es ja gerade schon angesprochen habe, Pikmin 4 haben wir auch beendet. Ne? Nur um euch auf YouTube mal so eine Relativierung zu geben, wie wir uns zeitlich befinden. Ich bekomme in letzter Zeit, was ein bisschen merkwürdig ist, weil für Leute, die das hier auf YouTube sehen, das hier ist ein Archiv-Channel. Das heißt, wenn ihr die Folge guckt, ist potenziell unglaublich viel Zeit dazwischen verloren, weil aus einem Stream schneide ich 8 bzw. 16 Episoden, je nachdem, ob ich eine Stunde oder 30 Minuten Parts draus mache. Wenn ihr kommentiert, könnt ihr gerne machen, aber wenn ihr kommentiert und ihr wollt mir Tipps geben, ich sag mal, wie es ist, die werden nicht top aktuell sein. Ich will die Person nicht an der Wand stellen, weil ich appreciate jeden Kommentar und jeder, der sich meine Videos anguckt. Aber jemand hat meinen Rain World Monk Playthrough kommentiert. Monk. Wir sind gerade bei Hunter auf dem Weg von Five Pebbles runter, wenn ich mich nicht täusche. Also, falscher Playthrough. Maybe falsche Timeline. Who knows? aber das meine ich. Also, ihr dürft sehr gerne Sachen vom Video kommentieren. Aber gebt mir keine Tipps. Das ist long over. Long over. Was auch eine sehr merkwürdige Sache ist, wo wir gerade schon mal so ein bisschen von YouTube reden. Leute fragen sich, warum die Episoden so lang sind. Das ist relativ simpel, weil ich ein lazy piece of shit bin und definitiv keine Editierarbeit in irgendeiner Art und Weise vornehmen werde. Deswegen, die Episoden sind zu lang, weil die Episoden so lange sind. I won't actually do work on these. Wenn überhaupt. Ich hab, jedes einzelne Video hat ein eigenes Thumbnail, wo sich die Nummer ändert. Das ist schon mehr als genug Arbeit, für was es eigentlich wert ist. Die Archivsdinger sind dafür da, um mich selber daran zu erinnern, was ich gezockt habe. Und, because I like watching myself, später nochmal anzugucken. Probably not, though. That sounded weird. So, das muss ich ja hier. Haben wir nicht erkannt. Müssen wir jetzt ernsthaft zurück? Ja. Good enough. Aber ja, ansonsten, actually interesting, dass es doch einige Leute gibt, die sich für Archivstreams interessieren. Und ich hoffe, dass die Leute das genauso verwenden wie ich, weil wenn ich von Leuten Stream-Wots gucke, dann meistens, weil ich auf Arbeit irgendwas brauche, was mich 24/7 dumm voll labert, während ich am Programmieren bin. Und wenn du, genau du, die Person, die das gerade hört, exakt dasselbe gerade machst, sag mal hallo. Keine Ahnung. Actually, ich schreibe als Kommentar, Lemao got him. Das ist gut.
Wo ist der Korok hin? Where is it? Oh. Hallo. Wo ist er? Da. Der Wing macht gute Arbeit. Und warum sage ich es überhaupt? Bin ich wirklich so viel damit durch die Gegend gefahren? Like, come on. Jetzt bin ich wieder mad, dass es so kurze Durations sind. Ja, ich bin schon im Umdesign. Wie neu. Ich weiß nicht, wie wir uns drehen, aber ich nehm's. Und jetzt so hoch! Ja! Ja! Hammer. Ich hab keine Ahnung, wie das Auto übers Wasser gefahren ist, aber you know what, at this point I don't even care anymore. Alright, sehr gut. Den Well haben wir? Genau, sehr schön. Der war ein bisschen ominous. Haben wir auch. Dann würde ich sagen, machen wir mal von hier oben weiter. Das ist noch ein bisschen dämlich aufgelistet hier oben. So. Also, wir haben Korok. Wir haben außerdem Korok. Wir haben Korok. Ha, ihr wisst alle, da los. Und ein Korok. Auch Korok. Und hier drinne ist ein Chasm. Interesting. Das ist der erste Chasm. Das ist nicht richtig. Jeder Chasm, der in einem Well ist, hat Wasser unter sich. Ja. Ich gehe mal davon aus, von da. Ich habe eine Nachricht. Nein. Entschuldigung. Ich verstehe nicht, warum Leute mit mir sozial interagieren möchten. I am playing video games. Morgen, also noch morgen, ist Pizzatag. I love that. Although the sacrifices I did to make it at a Saturday, kind of sad. Wir hatten einen sehr weirden Moment am Donnerstag, weil halt Samstag schon anderweitig belegt war, haben wir Geburtstag am Donnerstag gefeiert und das, you know what, erst ein bisschen zu privat für Stream oder YouTube oder whatever. Let's just say,
Wir hatten einen sehr weirden Geburtstag gehabt. Other than that, was pretty fine though. The cake was good. I need to reach my friend. You, my boy, need something else. Skippable text. So. Ah, fuck. Na ja, doch, geht. Wir können ja einfach den hier machen. Actually, ich bleibe sowieso drauf. That did not quite work. Good enough though. I make wood out of you. The humble wood. So, dann gelb ist ein Korok. Wir sind wahrscheinlich besser dran, wenn wir erst nach hier oben. Actually nicht. Nee, verwenden das dann, um auf den anderen Berg zu kommen, ja. Ich wollte gerade schon sagen, sehr klassisch, aber nein. Hier war das Prison. Das habe ich in Breath of the Wild schon gesagt, aber ich wünschte, man hätte ein separates Game oder ein massives DLC. Age of Calamity, also Hyrule Warriors Age of Calamity ist ja das, was so am nächsten daran kam. Aber ich hätte halt wirklich ganz gerne die gesamte Welt, wie sie damals war. Oh, by the way, ich habe mir eine neue Waffe gemacht. Die andere ist actually kaputt gegangen. Das ist eventuell die eine Sache, die ihr nicht on stream gesehen habt. Oh, das ist Jump. Kannst du noch weiter nach hinten laufen? Weil früher oder später wirst du runterfallen. Tja, ich versuche es, aber ich darf nicht. Oder?
Ah, jetzt, wo ich seine Compadre umgebracht habe, macht er wieder sein normales Moveset. Umfallen darf er trotzdem nicht. Danke. Was haben wir denn so an Weapons? Übrigens ein absolut lächerlicher Fight, den ich da gerade geliefert habe, aber wir gucken da mal weit drüber. So. Hier unten irgendwo, glaube ich, ist ein Eingang. Ja. Gut. Das ist alles. Ich brauche es nur auf der Karte. Wir müssen nicht wirklich runterjumpen. I am blind. Und hier haben wir einen Hirsch zusammen mit einer Keule. Was möchte mir das Spiel sagen? Well, I don't know. Well, it's mine now. And controls and plays like absolute fucking garbage. It won't even run in the direction I wanted to run. I'm using you to kill your kind. I'm a very kind master. Okay, your controls are actually like garbage. Wenn ihr euch anguckt, wie ich die Controller halte und wie er läuft, das ist ein absolutes Shitfest. I thank you for your service. I grant you salvation. Ich wollte eigentlich heute einen Stein, aber danke. So, ihr wisst, welche Zeit es ist, richtig. Es ist Korok-Time und außerdem ist es Korok-Time. Nicht zu vergessen, Korok-Time und Korok-Time. Und Korok. Wir haben... Das Well haben wir? Das Well nicht. Habe ich die Brücke auf? Ja. Muss nur gucken, ob der Name von der Brücke auch da ist. Danke. Ich habe übrigens herausgefunden, dass die Karte, die ich verwende, eine Möglichkeit hat, nach bestimmten Materialien zu suchen. Und man dann so einen Hotspot angezeigt bekommt, wo sehr viele von diesen Materialart quasi zu finden sind. Was sehr interessant für Insekten und Pilze und Fische ist. Weil ich habe gesehen, wir haben von den Sisseltrouts basically keine.
Und wir brauchen insgesamt 15. Ich habe übrigens eine Liste mit allen Materialien, die ich noch brauche. Die ist relativ massiv, aber könnte noch viel größer sein. So, we have some stuff. It doesn't mean we have many. Mount Gustav. Seems like I've entered the wrong dungeon. Lass mich mal bitte meinen Sneak Armor anziehen. Und ich glaube, ich brauche noch ein paar Sachen hin wieder. Link, what the fuck? Mir fehlen übrigens immer noch Fire-like Stones. Nicht gerade wenige. Und wir können Amber eigentlich weitaus waffenfreudiger verwenden, weil ich habe nachgeguckt und wir haben absolut alles, was wir brauchen an Amber. Für Upgrades. Was nicht sonderlich schwer war. Man braucht nur so um die, keine Ahnung, 400 oder so. Still is a lot. Aber nicht mal ansatzweise so viel, wie wir tatsächlich mit uns haben. Hey, mein Tree-Friend hat immer noch oben gewartet. Und ich meine nicht den Korok. So, wir machen erst die 4 und gehen dann zurück. Actually, Kommando, wir gehen dann zurück, ist eigentlich ein Symbol, was direkt heißen sollte, wir machen hier so ein Ding. Kann ich an der einen gerade einfach unten drunter durch... I won't question it anymore. No. I'm actually sick of it. Wunderbar. Why? Random Kiste, okay. Und das war ein Ambient Dawner. Da war kein echter dabei. Sehr cool Spiel. Sehr cool. Bin mir nicht mehr sicher, ob ich den überhaupt von hier treffen könnte. Wegen dem Drop-Off, den wir haben.
Ich werde nicht ins Wasser gehen. Warum kann ich das nicht drücken? Weil die fucking Brücke daneben ist. Also der Brückenname. Oh, by the way. Die Brücke hat einen Namen. Edison. Korok. 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 Hammer. Inox. Hier sind keine Caves, sehe ich das richtig? Sieht ein bisschen surreal aus, aber ja, hier sind keine Inoxe. Was ist das? Ah, wieder so eine Picture Quest. Ja genau, die Picture Quest machen wir dann alle mit einmal. Holy shit, von wo es losgegangen ist. Ja, so weit müssen wir dann doch nicht zurück. Addison. Wait. Die Lösung deines Problems steht direkt hier. Lass mal los. Muss ich nicht meine Plattform investieren? Er hat die Lösung. Er hat die Lösung neben sich, aber er nimmt sie nicht. Ich verstehe diesen Jungen nicht. He has brain damage. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, wir brauchen 41.000 Rubine in total. Für alle Upgrades. Oder lass mich dir die genaue Zahl nochmal sagen. Die habe ich auch hier stehen. Für absolut alle Upgrades brauchen wir... Oh, 40.000 im Arsch. 79.020. Um absolut alles abzugraden. The more you know. Können wir hier noch mitmachen, theoretisch. Jo. Das war nicht gewollt, aber... Aber wir haben es gleich. Okay. Gleich. Wir gucken mal. Da ich 104 davon brauche, ist es fast schon eine Überlegung wert, ob ich den Stern einsammle. Then again, das kostet mich Zeit und die habe ich jetzt gerade nicht.
Welcher war das? Der hier. So, und du bist... Ich werde es sagen. Auf dem Ding drauf? Probably, ja. Cool Design. Gut gemacht, Link. Just smack it open. Lernkurve horizontale. Hören die das? Wollen wir ihm helfen? Nein. We have better things to do. Seeking small forest assholes. That's what Koroks are. Ah. Wenn du einmal angefangen hast mit dem Demon Bow, also Demon King Bow, was zu schießen, fängst du immer an, sofort zu denken, dass alle Bögen so weit schießen. But no. Every single type of bow is garbage. Wenn wir mit Tears of the Kingdom und den DLCs durch sind, wird die Switch wahrscheinlich erstmal wieder in Vergessenheit geraten. Weil, ich sag mal, wie es ist. Jetzt, wo Pikmin beendet ist und irgendwann auch Zelda, there isn't much more I need it for. Ich habe vielleicht noch gedacht, maybe Kirby. Maybe. Kirby und das... Wie ist der aktuellste Teil? Das vergessene Land? Vergessene Reich? Irgendwie so. Das wäre vielleicht noch eine Überlegung wert. Aber halt auch nur maybe. Sidon, make me wet. Alright, I'm going to put a Royal Halberd on my Royal Halberd.
So, I now have range. Das war der und das war der davor. Oh, den habe ich gar nicht wegmarkiert. Den habe ich, right? Ja. Das war der Hinox. Dann haben wir jetzt noch hier einen. Da einen. Und hier ist eine Cave. Apparently. Yep, that's it. Dann haben wir Korok. Korok. Und hier ist ganz viel aufeinander. Wir machen erstmal rot, dann gelb-blau. Sage Temple Ruins. Sage Temple. Was für ein Sage. Na, da kriegt das auch so hin. Ich habe gerade verstanden, was das Spiel von mir will. Der Korok sieht es wieder mega schwer zu treffen, weil Sage Temple Ruins oben drüber steht. Hast du gut gemacht. Alles du. Haben wir noch Bomber? Ja. Can shield spare your damage? Well, that took long. Wow. Okay. I think I found him. A sword was enshrined in this temple to honor the sages. It was moved to Typhlo north of the great forest of Hyrule. Ja, da war das Dusk Claymore drin, oder wie auch immer es heißt. Makes sense. So it originally comes from here. Is that what I need to understand from that? I don't think I can actually go through here, right? No.
Oh. There is enough space. You can just go from above. How are you not dead? Bomb to the face, no problem. Okay. Actually, yeah. Kommt noch ein bisschen was südlich, noch ein bisschen das große Kolosseum, ein, zwei Sachen auf der Plain Area und basically das gesamte Great Plateau. Aber dann sind wir fertig. Hust, hust. Nur noch das. Hust, hust. We will be done soon. I'm going to choke on these words. Müsste das dann nicht schon weg sein, weil es ist 4:30 Uhr? 5 Uhr. I like this music. Jetzt kommt schon die Tuba. Naja, okay. Wo sind wir gerade? Der da. Wunderbar. Shut. Shut. Hier soll ein Korok sein. Okay. Ich glaube, ich habe mal wieder nicht weit genug rangezoomt, weil die Position, wo der Marker ist und wo die Anzeige ist oder wo der Text sagt, dass es ist, sind mal wieder zwei komplett unterschiedliche Sachen. Gleich Spiel, gleich. Das war nicht der Grund, warum ich das Triple Medaillon dahingelegt habe, but I will take it. Und wieder einmal ist einer der Momente da, wo ich mir wünsche, dieses Spiel hätte weniger Ladebalken. Port this game to PC, I beg of you. 925. Nur noch 75. Oh boy. What time to be alive. So. Und direkt nochmal den Ladebalken, weil es so schön war.
So, Marker wieder mitnehmen. That looks kinda cool. Wolfrock. Ja, ja. Thank you. Oh, hier gibt's noch mehr. Hier ist Rüstungsteil. Okay, ich weiß, dass ich die Dinger mit Schnittwaffen kaputt machen soll, aber wir müssen mal die ganz ehrliche Frage stellen. Okay, wäre ein bisschen weird gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte. Okay. Ascent wird mich wahrscheinlich eher rausbringen, oder? Well, not this direction. Warum sind wir so weit nach unten gejumpt, wenn wir jetzt wieder hochgehen müssen? I don't get it. Später. Sorry. Okay. Wo haben wir einen Teleporter hin? Hier. Ich. Ist das ein Battle Talus? Ja, ist das. Okay. Alright. Gehe eigentlich überall einen Teleporter hin, wenn ich mir das so angucke. Ja, macht keinen wirklichen Unterschied. Dann würde ich sogar sagen, von da aus. Ja. Also, wir haben hier einen Korok. Wir haben hier eine Korok Delivery Quest. Okay. Wir haben hier ein Korok. Wir haben. Was ist das? Okay. Wir haben. Hier ein Korok. Wir haben hier ein Korok. Den Korok haben wir. Wir haben hier ein Korok. Und wir haben diese beiden Caves. Aber das Well direkt daneben, das haben wir nicht. Good job, CJ. Good fucking job. Well, I couldn't know. Could I know? Dann wäre es sogar eher schlau, wenn man es andersrum machen würde. Dann kann ich mir sogar das Pferd mitnehmen.
So. Pack mal das Schild weg. Das sieht so aus, als ob wir einen Amok-Anschlag anstiften wollen. Hello, I would like to bring the horse. Das sind beides große Pferde, ne? You know what? Ich hab doch hier einen Würfel. Die drei. Zu viel Entscheidung. Fangen wir mit Rot an. Ich will versuchen, da noch schnell lang zu laufen. Weil hier drüben an den zwei Caves, so ein bisschen drüber, an der Huckel, dürfte ein Well sein. Wir brauchen das ja nur auf der Karte. Alright, that's it. Mehr wollen wir hier gar nicht. Goodbye. In dem Baumstumpf. In dem Baumstumpf, natürlich. Wunderbar. Straight nach West, Südwest und mitten irgendwo auf die Plains. Every Bockblin and its fucking mother. Broadcast erstmal in meine Location. How nice of them. Yeah. Oben drauf, unten drauf. Ascend. Gucke ich nach, wenn ich auf dem Weg nach oben bin. Ja, oben drauf. Check. Another Jar Jar vor uns. Ja, haha. Das ist kein Command, and I will not add one of those. Aber Halbdunkel, dem wunderschönen guten Abend. Where is Jar? Danke, Pferd. Na, Dunkel. How are we doing? Life progressing as expected. Maybe with some good occurrences in between. I hope so. Ah ja,
Natürlich. Such das Merkmal, such den Stein. And as always, how this works. Wir machen erst Hello tatsächlich. Das andere ist nämlich eine Delivery Quest. Hau. Ah, natürlich. Im noch größeren Baum. How could I not know? How stupid of me. So, und jetzt sind wir auch gleich mal beim Kardinalsproblem. Ich habe nämlich ein Pferd ohne Zügel. Aber ich sehe schon, das Spiel ist vorbereitet und gibt mir ein bisschen Baumaterial. Gut. So, wenn wir dann unten sind, sind wir da. Okay. Hau. It is... Yeah. Noch einen Sitz dazu? No. Ich tue lieber meine Sachen anequippen. Weil... Wenn ich jetzt getroffen werde, geht das Holz kaputt. That is the only reason why. Vorderbremse gedrückt, ha? Haben wir. Okay, wir haben hier so ich ein Edison. Hier ein Well. Da ist zwar ein Edison-Sign angezeigt, aber ich weiß, was das für eine Cave ist. Also gehe ich tatsächlich nicht davon aus, dass wir die nicht haben. Aber ich gucke trotzdem nach. Ey, wir haben den Korok. Ey, wir haben den Korok. Let's go. Wir haben diese Ruinen.
Da war ein Awakening-Part drinne, genau, und da ist ein Gliok drinne. Und Spoiler, Spoiler, den Gliok haben wir. Wunderbar. Wir haben da einen Korok. Da ist nix. Wir haben hier eine Korok Delivery und wir haben hier einen Korok. Rot, blau, gelb, Teleport, pink, grün. Pferd? Oh, Pferd ist auf dem Weg, let's go! Actually using the horse. It comes in time. Sieht schlecht aus. Ich glaube, wir sind da, bevor das Pferd angekommen ist. Sehr funny. Oh. Der hier ist. Where is the horse? Ich sehe gerade, es gibt noch zwei Einträge von einem Addison-Sign. Und ich sag mal, wie es ist. Von der einen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir sie schon haben. Also könnte es sein, dass wir gleich das letzte Addison Sign haben. Wouldn't that be cool? Hallo. Wow. Du wurdest von einem Gegner oder von einem meiner Minions geprefired, die eine ewig lange Attack Time haben. Der Junge ist gerade aus seiner Wolke rausteleportet und wurde instant geklappt. Richtung Gelb. Also ich gehe davon aus, dass wir das Schild da haben.
Ansonsten habe ich ignoriert. Egal, aber wie man es dreht, das Schild und das danach sind die letzten beiden Schilder von Edison. Danach ist, quote, Feierabend. Ja, zur Überraschung von niemandem, das Schild haben wir. Können wir löschen. Dann können wir da auch hinlaufen, weil hier ist der letzte Edison auf der Liste. Wenn da kein Edison ist, also anders gesagt, wenn danach noch ein Edison gefragt wird, haben wir ein Problem, denn auf der Karte ist keiner mehr. Which means, I forgot one. And that is the worst possible thing that could happen. Because they are not marked on my map in-game. So it better works. Or I am completely and utterly fucked. Wir finden jetzt erst heraus, ob das das letzte Edison sein ist oder nicht. Hallo Edison. Wie überraschend, dich hier zu sehen. Traditionell zum Ende. Hoffentlich zum Ende. Machen wir es einmal richtig. Heißt du ihn fein? Edison. Edison. Perfekt. Das war das letzte Edison-Sign auf meiner Karte. So we better now have all. Ja! Danke! He is out of signs. Edison, go into the fucking camp and stay there. Und Hudson wollte wahrscheinlich nur, dass er ein paar aufstellt. Der Junge hat einfach... Wie viele? Wie viele gibt es? Ich glaube, das konnte man auf einer Karte nachlesen. 83, 84 oder so? Keine Ahnung. Aber der erste große Milestone ist erfolgreich abgeschlossen. Wir haben alle Edison Signs. Who fucking Ray? Oh, stimmt. Ich habe den Bogen weggepackt, weil es gewittert hat. Check. Kleine Planänderung, wir gehen erstmal hier nach oben weiter, weil, warum nicht? Korok. Talus. Korok. So, und was dich angeht, ne? Kleine...
Gestalt. Wer... Zu dir kommen wir gleich, weil du willst einmal über die gesamte Map. Wo bleibt das Pferd? Ich hab gepfiffen. Trabst du hierher oder was? Warum rufe ich überhaupt das Pferd? Ich bin literally schon da. Das ist eine typische Krankheit, die ich von Sparrows habe. Du siehst 10 Meter Weg, den du laufen musst, Sparrow rausholen. Aber in dem Spiel kannst du keinen Sparrow rausholen. Du kannst ein Pferd rufen, aber das Pferd braucht zu lange. In Breath of the Wild hatte das Pferd coole Teleport-Armor. Which actually was pretty dope. So why don't I have it in this game? I don't know. How many? Okay. Dabei hatte ich ihn schon. What? Unglücklicherweise kann man sowas auf der Karte nicht nachgucken. So, das war dieser Talus. Jetzt kommt ein Korok, gefolgt von einem Whale. Das Whale könnt ihr euch denken, wo es ist, wenn ihr auf der Karte ein bisschen guckt. Gut, ich scroll ran. Pick up the rock. Oh. Sorry, there were two rocks. I didn't know I had to put up the rock. Kurzer Check. Ja, das Ding ist bekannt. Die Glio-Brücke. Actually not. So, und das ist Mount Daphnis Well. Sehr schön, haben wir. Es ist wirklich nicht mehr viel auf der Oberfläche. Ich gehe nicht davon aus, dass wir alle Koroks haben werden, weil einige, und mit einige meine ich leider eine viel zu große Anzahl, an Koroks auch in der Luft sein kann. Auf den Sky Islands. Which, yeah. I don't read it. Was wir aber auch gleich haben dürften, glaube ich. Na, obwohl, es kann Höhlen oben geben. Aber ich dürfte auch gleich alle... Ich habe keinen Sprachfehler. Ich hoffe, gleich auch alle Bubblegums haben. Hier, da. Würde Sinn machen, wenn ich 100 übrig habe am Ende, aber ich weiß nicht, ob das Spiel mir so eine schöne Zahl geben möchte. You know, why not build something strange? Ich kann es nicht drehen jetzt.
Warum darf ich dich denn da nicht oben drauf hängen? Naja. Ist mal eine Minimalabweichung von dem, was ich normalerweise war. Ich habe schon wieder eine Nachricht. Ich reagiere mit einem Angry Smiley. Habe reagiert mit einem Angry Smiley. Ich würde sagen, du hättest nicht besser parken können. Sehr gut. Teleport. So, was haben wir hier alles? Wir haben Potential Princess Sightseeing, haben wir Serenade, ist die große Quest gewesen. Eager to see a skeletal horse. What? That's horse shit, my dude. Horse shit. Oh, die Quest habe ich sogar schon. Okay. Dann, hier? Ah ja. Ja, hier. Next up, das Moped nach oben. Also ich gehe mal davon aus, dass es nach oben gehen wird. Weil der will da hoch. Hallo. Hey, some parts. Sogar Lettuce. Okay, you know what I will do? I will add minimal movability to the balloon. I don't know. Einfach nur damit es gebalanced ist, I guess. I will now show you how to perfectly distribute heat. And trust me, it will definitely work like that. 100%. You see the contraption? It works. And it even is minimal movable. Wegen dem kleinen Mini-Wix-Propeller, den wir unten dran haben. Although I have to admit, it is not much movable. Actually, ich sehe gerade, es bewegt sich absolut gar nicht in die Richtung. Ja, yep, es bewegt sich absolut gar nicht.
Das ist sehr merkwürdig, weil der Propeller zeigt in eine Richtung. Also er müsste, nicht viel, aber er müsste mich eigentlich nach vorne drücken. Ja, das wäre jetzt eine kleine Aktion. Wir bewegen uns nur so wenig in die Richtung. What the fuck? Worked as intended. Keine. Ich werde die Contraption dann gerne noch gleich ein bisschen weiterverwenden, weil... Genau, ich glaube, man hört es schon. Hier oben ist ein Minigame. Moment, das... Bist du nur ein Minigame oder bist du auch eine Mission dazu? Weil wenn du nichts anderes bist, bin ich nicht wirklich interessiert. Okay. Also meine Aufgabe ist es einfach nur, die Glocke zu läuten. Sehe ich das richtig? Okay. Okay. Wollt ihr mal was sehen, was ich auf Twitter gesehen habe? Das hat zwar überhaupt nichts mit dem Rätsel zu tun, aber ich will es euch trotzdem zeigen. Actually, wait, geht das? Leider nicht. Es geht nur mit Propellern. Kann ich eigene Teile rausholen? Nee, ne? Oh, I am allowed to do that. Alright. Weil, was ich auf Twitter gesehen habe, wenn du einen Propeller so rumdrehst und hebst ihn dann hoch, flippt der innerhalb von einer Millisekunde. Sofort. Und ihr wisst alle, was das heißt, wenn irgendetwas in einer Millisekunde sich sofort dreht. we can abuse that. And oh boy, I will. Give me a moment though. Wir müssen ein bisschen näher an die Bell ran. Ich gehe davon aus, das wird der weirdeste Attempt sein, den jemals irgendjemand gemacht hat. But you know, if it works. Nope.
Man hätte das nicht besser positionieren können, CJ. Hast du gut gemacht. Steht wie eine 1. So, jetzt muss ich mal selber kurz gucken. Also, das Ding steht so, ne? The fuck? Es ist actually so schnell, dass ich nicht erkenne, in welche Richtung es sich dreht. Geht es jetzt von der Richtung aus counterclockwise oder clockwise? Counterclockwise, okay. Heißt, wenn ich so mache, und klebe das Ding hier ran, das hat hervorragend funktioniert. Ich bin Verwirrung. Okay, seems good. Not. Nur mal so als. Would be cool to know. No? Es darf halt nichts sein, wo was drauf hängt, ne? Ah, hat das Spiel gedacht, ich versuche einen Attempt zu machen, um die Glocke zu läuten? Nee, sorry, wir sind ja noch in der Vorbereitungszeit. Das war, wenn das gerade so aussah, als ob ich hier tatsächlich was machen will, tut's mir leid, Spiel, das ist dann ein Fehler gewesen. Ich brauch mal irgendein Teil. So, ich mach mal ganz kurz den. Geh da hoch. Zieh das Moped. Zieh das Moped jetzt hier hoch. So. Oh. Naja. Della Problem ist oben. Ja, es dreht sich sofort zurück, wie ich es gedreht habe. Dann brauche ich jetzt noch ein paar. Irgendwas. Irgendwas Kleines tatsächlich. Ist eigentlich komplett egal was. Ich muss es jetzt nur irgendwie rausholen können. Ah, hervorragend. That wasn't so hard.
War schon zu spät, oder? Ah, so close. Ja, direkt danach hätte er es gemacht. Ich lasse mir ja selber nicht sonderlich viel Platz zum Arbeiten. Aber was willst du machen? Also entweder das funktioniert und das Ding kommt mit Mach 5 dagegen, oder es funktioniert nicht und bin ich traurig. So, die eigentliche Position von dem Ding ist irrelevant. Das ist nicht die Richtung, die ich brauche. Wait. Fuck, ich muss nochmal genau hingucken. Du drehst doch zu mir, oder? Fuck, er dreht immer zu mir. Nach unten ist es die Richtung. Und nach oben auch. Oh, scheiße, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht von der Richtung. Wir müssen unseren Path ein bisschen, ein bisschen erweitern. Ich bin mir sicher, das ist exakt, was Nintendo erwartet hat, was man macht. Definitely. 100%. I couldn't imagine any other way to do this. Thank you, Twitter, for showing me this dumb shit. Which trapped me in a perpetual prison. Ich habe actually keinen Platz zum Zusammenstecken von dem Kram. What? Was? Es gab literally gerade irgendeine Force, die mich nach unten gedrückt hat. Also jetzt wird es nicht mehr funktionieren, das kann ich dir sagen. Jetzt erst recht nicht, wenn ich runterjump. Ich krieg das hin! Ein einziger Shot. Instant geschafft oder durchgefallen. Ansonsten, diese Quest scheint, wie ich schon vorher angesprochen, keine... Na, das Minigame scheint keine Quest mit sich zu tragen, also gibt es eigentlich keinen Grund, warum wir das tun sollten. Okay, das zählt nicht. Ist meine Konstruktion noch da oder muss ich es neu bauen? Well, I tried. The game didn't want me to play. Actually, wait a hot minute. Wird ein bisschen tricky, das zu launchen, aber das sollte funktionieren. I guess. Wir müssen einfach nur einen Impulse Amplifier bauen. Definitely no problem at all. Vor allem, da die Dinger einen unglaublich langen
Zyklus haben, wie sie funktionieren. Also die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, wie ich das schnell genug ab... Okay. Wir nehmen nicht das Ding. Nehmen das Ding. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, wie ich das schnell genug machen kann, ist, wenn ich den hier hin tue. Den hier hin tue. Hochziehe. Wieder runter tue. Jetzt einmal so mache. Ich habe nicht gesehen, ob es funktioniert hat, wie ich wollte. Aber es sollte quasi wieder nach unten gehen und dann in der Explosion plus die Spring sollten sich gleichzeitig aktivieren. Lass mich dir sagen, wenn es um kinetische Energie geht, hat dieses Gewicht absolut nichts zu sagen. The only thing that matters is speed. Well. Mass also matters. A bit. But not as much as speed. Ich mach noch einen Versuch von was Dummen, ansonsten, ja, I don't care. So. So. Und so. Ist auf Position? Ich würde sagen, das ist relativ auf Position, ja. So. Mal gucken, ob die Bindings das aushalten werden. Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Falls nicht, as I said, I don't really care. Ich glaube, es bricht ab. Nevermind. Aber ich habe nicht mal ansatzweise getroffen. Das ist alles viel zu weit nach vorne gegangen. Ja, geht wahrscheinlich weitaus besser, wenn man besser trifft. Und man kann wahrscheinlich unglaublich viele Shenanigans mit dem Time Recall und irgendeinem Fast Rotating Object machen. Ich könnte den Motor rausholen und irgendwas Kleines ranhängen, was man dann mit Gewicht zurückdrehen kann. Das würde unglaublich laut Ding 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 machen. Aber ich sag mal, wie es ist. Nein. Das ist mir die Zeit nicht wert. Ich will heute noch den Surface fertig bekommen. Vielleicht mache ich das im Nachhinein, also als Afterstream oder als After Collection, als Waiting Time für das DLC, how fast can oder how high can we go? Can we reach 500 points oder so? But as of for now, I don't care. Stomach coils. I need those. Sehr gut. Alright. Kurz orientieren, wo ich bin. Ich bin da. Okay. Also, wir haben
hier, ob ihr es glaubt oder nicht, ein Korok. Well. Korok. 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 That's it. Ich habe mittlerweile auf Twitter, sorry, auf X, seit mittlerweile heißt es ja X, ich habe mittlerweile auf X sehr viele weirde Interaktionen von diesem Spiel und der Physics Engine gesehen. Von daher, wenn dieses Minigame einem den Platz lässt, dass man relativ weit weggehen kann, um ein bisschen Anlauf zu nehmen, ich wüsste eine Variante, wo man sich so schnell bewegt, dass potentially das Laden nicht mehr hinterherkommt. Aber es könnte halt sein, dass das überhaupt schon wegfällt, weil du halt weit weg musst. Find the one odd tree out. Pick up the stone. Thank you. Genau, und dann haben wir gleich nur noch das Great Plateau. Dann sind wir durch. Auf dem Surface. Und wir dürften, probably, auch alle Wells haben. Gab's das nicht als, Quest? Okay, ich weiß, ich habe ihr 19 gesagt und es gibt 58 in total. Das heißt, wie ich das nächste Mal wieder geredet habe, werde ich nicht wissen, ob ich alle habe. Isn't that a cool mechanic? Brother! Come on. Danke. Ja. Shut. Leuchtig. Das wurde kultiviert. Wo ist das dazugehörige Buch? Das Ding. Anyway. How does one get there? Also, zum Thema Great Plateau.
Wir haben den Käse, wir haben den Käse und wir haben den Käse. Das gebe ich dir for free, weil ich weiß genau, dass wir da schon alles haben. Also, es gibt potentially eine Höhle, von der ich nichts weiß. Es könnte sein, dass das die letzte ist. Maybe. Hallo. Kann ich eigentlich gleich von der Karte streichen? Dich habe ich schon. Aber ich werde sowieso nochmal vorbeikommen. Ah ja. Alright. Das quote-unquote einzige, was jetzt noch nicht auf dem Great Plateau ist, ist das da. Das fängt nämlich unten an und geht nach oben. Ansonsten haben wir alles. So, da wo ich gerade markiert habe, ist ein Korok. Hier ist ein Korok. Den Korok haben wir. Den Zweier haben wir. Wir haben den Shrine of Resurrection. Wir haben den Hopper Pond. Wir haben den da. Wir haben nicht den da, denn da ist ein Korok. Wir haben diesen Korok nicht. Wir haben diesen Korok nicht. Was ist das? Call from the Depths. Wir haben den zentralen, aber hier ist noch einer. Oh, und wir haben diese Höhle. Das ist ein Problem. Das sind nämlich alle Höhlen, von denen ich wusste. Laut Karte. So, wir haben das Siegeroutfit und wir haben den dazugehörigen Korok-Seed daneben. Also es kann noch sein, dass es halt eine Höhle in der Luft gibt, die ich übersehen habe. Aber wenn dem nicht so ist, ist 99 entweder alles oder I eat my shoes. Fuck. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe gerade irgendwas weggestrichen, was ich nicht wegstrichen hätte sollen. Scheiße, 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 scheiße. Schnell nochmal alles nachgucken, wo ich gerade nachgeguckt habe. Okay, gefunden. Den da habe ich aus Versehen weggestrichen. Da ist ein Korok. Das hätte ich Ewigkeiten gesucht, wenn ich das nicht mitbekommen hätte. Dumm und dämlich hätte ich mich gesucht. Shit, Alter.
Regen ist ja straight up hyperaggressiv heute. Hallo. Willst du mal eine sehr merkwürdige Baute sehen? I can show you something really strange. Es ist der einflügelige Fliegler. Patent beantragt. I see this as an absolute win. You must never forget. Wir waren mal da. Which is all that really matters. Geh mal dahin. Ich sehe. Alright. Ein Pferd auf dem Great Plateau ist basically unmöglich, oder? Gibt es legitime Wege hochzukommen? Don't think so. Oder doch von hier, oder? Ja, doch von hier. Vom offiziellen Eingang aus gesehen. Schockierend, ich weiß. Was genau suche ich? Weder noch, es ist im Baum. Ich stehe literally drunter. Standing under it. And I cannot see it. Check. Es ist 12:45. Ja, wir machen das heute noch fertig. Yes, I will take one.
wa? Perfekt. Man triggert die so ein bisschen, wenn man nach oben guckt. Dann würde ich nämlich am besten den Stein nehmen und mach Temple of Time. Ruins. Der Temple of Time und der Temple of Time sind irgendwie überhaupt nicht übereinander. Oder auch in ansatzweise. Sie sind in der Nähe. Wenn vier Fußballfelder in der Nähe ist. Aber. Naja, I don't quite know how that happened. Inside. Perfekt. Ja. Thank you, Siron. So, einmal zum Bombshrine. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Koroks, neun Missions. Die ich gerade hier sehe. Stein bitte. Stein bitte. Stein bitte. Mann, no. Doesn't always work. Ah, weil das ja wahrscheinlich Stripped Area ist. I don't really care about it. Eisgebiet von da aus, ne? Ja. As long as I don't talk to you, you're chill. Ich habe gerade ernsthaft gedacht, die sind am Headbang. My mind is rotten. Noch Speed up. Indirectly? Bitte lassen Sie mir schon Ruhe.
vielleicht erst den machen und dann das hier hin, weil danach teleportiere ich mich wahrscheinlich sowieso wieder weg. Ja. Shut up. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. The voices in my head will not go away. Ich hab nicht hingeguckt. Wo fehlt was? Da. Alright. Not much left to do. Still more than enough, though. So, wir haben da. Wir haben... Da. Wir haben... Da. Ja, wir haben da. Gut erkannt, CJ. Da hat CJ schon mal einen Marker gesetzt. Und wir haben da... Oh, den haben wir. Und wir haben... Ein I kid you not. Den finalen... Korok Seed. Da. Dann haben wir actually alle auf dem Surface. Es passiert gerade. Meine Damen und Herren, es passiert gerade. Einmal einkleiden. Wo ist es denn? Es müsste wirklich so Quick-Sets geben, weil du sowieso meistens das gesamte Set ausrüstest. Wunderbario. Ja, yeah, sure. Check. Wunderbar, Link. Wunderbar. Warum solltest du auch springen? You know, ist ja nicht so, als ob du jetzt Leben verlierst und... Komplett missachtest, dass ich die Taste gedrückt habe, aber yeah, sure. Why should you jump? Anyway. Du da bist. Also ich habe zumindest noch nie eine im Sky gesehen, außer von der Tutorial Island aus. Ich glaube, du bist der letzte Korok, der delivered werden muss. Actually, ich kann mal kurz nachgucken. Also im Sky sehe ich keine mal zwei, außer die Tutorial Island. Von daher könnte das stimmen, dass du der letzte Delivery Korok bist. Eine vom Aussterben bedrohte Art. And I will kill you personally. Okay, was für ein funny Haha bauen wir aus dem Ding? Some wood. Some trees. Let's build a paddle boat. Which will definitely look good on these giant fucking tree stumps.
trust me, this is 100% necessary. Do not question. Sondern so an Stuff rumliegen. Das ist nicht so viel, wie ich gern hätte. Aber das ist gar kein Problem, weil wir haben ja andere Teile dafür. Wie zum Beispiel. Zwei Dinger davon. Genau. Just like Darwin intended. Why? C'est donc. Yeah, it will work. I am sure and certain it will work. Right? I forgot the wheel. Them wheel. No. Okay. Nur eine Starthilfe. Nur eine Starthilfe. Nicht actually Rakete. Nur Starthilfe. I will boost myself into the water. Ja, siehst du, das Boot funktioniert. Genau wie ich es mir vorgestellt habe. Genau so und nicht anders. Mit integrierter Einparkfunktionalität. Ach, was seid ihr eigentlich? Komm jetzt zur Abfahrt. Shut up. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. Stop targeting the enemy on the other side of the fucking island! Kann ich einen Stein haben? Nein? Gut. Ich jump von da. Don't ask me. Also ich guck gerade alles nochmal durch und ich glaube, wir haben alles. Außer dieser eine Gliok über Trilby Valley, wo allerdings kein Gliok ist, aber ich habe den Marker nicht weggelöscht, weil da wird mir ein Gliok angezeigt, aber ich habe da keinen gekillt. Also bin ich da so ein bisschen in der Pattsituation. Weil das ist auch so ein approved Stamp. Also das ist keiner von der Community platziert, sondern das ist ein approved Stamp und eigentlich war die Karte bisher nicht falsch, was die Stamps angeht. Nur manchmal wurden die Sachen etwas komisch angezeigt. Ne, wie zum Beispiel die Flower Quests, dass es halt da platziert ist, wo es aufhört, anstatt da, wo es anfängt. Und da manchmal sehr große Unterschiede zwischen sein können. Aber trotzdem war die Karte bisher richtig. Deswegen, vielleicht spawnt da der Mega-Gliok, wenn ich alle anderen durch habe oder so. At this point, I'm molding, für was es sein könnte. The edge on the cliff. Aha. Grete Blätü. Also hier oben drauf, Fragezeichen. Auf Höhe 133. Nee, das ist nicht 133.
Dass das. Ach, ich war literally daneben. Das ist Höhe 133. Sagt er, während er auf 132 steht. Gibt's den Weg nach oben? Nein. Ah ja, zwei Koroks. Und Talus ist auch noch da drin. Aber ich glaube, den hatten wir schon. Das ist ein Battle-Talus. Wir gucken trotzdem nach. Dann gucken wir noch kurz bei der Whale-Tante vorbei, die einem sagt, wie viele Whales man hat, und die sagt dann bestimmt, du hast alle. Let me suck your cock. Genau das wird sie sagen und nichts anderes. Punkt. Ein Pixel? Nein. I'm going to piss, dude. Wo ist der Teleport zum Stein of Resurrection, wenn man ihn braucht? Was ist das da für ein Marker? Aha, okay. Ja, perfekt abgezählt. Alles so wie. Bonjour, Zelda. Honey, would you still love me if I would be a worm? Why do you ask? Da ist der Battle Talus, bevor ich es vergesse. Wildlife. Okay, that thing is not doing much damage. Hier? Fragezeichen? Ja. Hier. Check. So, ein Korok noch im Forest of Spirits. Wie passend. Und dann auf dem Weg rüber zum Hopper Pond ist ein Battle Talus. Und dann ist die Oberfläche komplett. Außer die Sidequests, aber die haben ja per se erstmal nichts mit den Koroks zu tun. Ah, yes. How much bullshit am I allowed to hear today, huh? Stop! Link! What the fuck? Just... Anti-slip, by the way. Anti-slip. My mind is going to slip. Slip and snap, my boy. So, und ab nach da drüben.
What does Dial throw today? Haben wir. Wollte nicht weitermachen. Also, ich gucke gerade noch mal alles durch. Lass mich ein bisschen näher an den Bildschirm rangehen, damit ich ein bisschen besser gucken kann. Also. Ich bin der Meinung. Ja, wir haben alle Caves, alle Koroks, alle Essens. Da haben wir ja schon die Confirmation bekommen. Und nach einem ganz kurzen Nachgucken, was nicht sonderlich lange dauert, weil es gibt nicht viele Möglichkeiten, machen wir einfach hier schnell die Caves. Wir haben die Cave. Wir haben die Cave nochmal. Aha. In der Mining Cave haben wir es nicht und dabei waren wir da schon so häufig. Pit Cave auch nicht, aber wir haben die Marker dafür. Genau, also das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und wir haben die zwei Caves. Das sind alle Caves. Heißt, wir müssen nur noch die Mining Cave Sachen machen. Genau, und auf dem Ding an sich sind auch noch ein paar, aber die machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es darum geht, die Sky Islands alle abzuarbeiten. Stand as of right now dürften das die letzten Caves sein. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber ich gucke ganz kurz in die Depths, ob hier irgendwo Caves sind. Und, lass mich, nein. In den Depths sind keine Caves. Und in den Depths sind ebenfalls keine Koroks. Same reason because why would be dumb. Hello, I would like to have some... Well, actually, I don't know if I need many of those now. All Koroks have been delivered. Sure. Yeah, just, I don't need it, not really. Okay, how do I get done? Ich kann ja mal. Was Exotisches verwenden. What? Warum bist du in Tier 4? Du warst mal ein Normal-Typi auf Level 1. Weil ich brauche noch die Level 1-Typis. Das klingt jetzt ein bisschen dämlich, aber der Typ ist zu gut. Also ich brauche den nicht. Von dem Vierer brauche ich gar nichts an Material. Ich brauche nur das Level 1. Am Anfang mal alles abgemeint haben, damit wir uns ein paar Batterien holen können. Abovus.
You have survived a long time, motherfucker. 100. Und noch da drüben. Actually, lass mir. Ich nehme mal kurz die Zeit und wir streichen alles ab, was wir schon haben. Haben wir. Haben wir. Haben wir, natürlich. Haben wir und haben wir. Haben wir nicht. Haben wir. Wait, what? Ernsthaft? Ach nee, das ist das Teil, was man bekommt, ne? Ja, okay. Ich war gerade. What? How? How does die miss? Da ist die Tunic. Den haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Den haben wir. Haben wir nicht. Ja, es sind noch einige. Haben wir. Ja, gut. Alright. Sind nie so viele, aber sind schon einige. Warte, das mal zwei Dinge da drüben habe ich nicht. Na, doch, natürlich, aber das habe ich nicht gesehen. Ich hätte dir sogar sagen können, was das für eine ist. Also, like, come on. Sind sehr Spaß verteilt hier oben drauf. Okay, wie viele Koroks fehlen uns noch so? 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. 23 lese ich gerade, haben wir noch auf der Karte. Knapp one. Knapp one. Also ich sehe so spontan 23, wo ich. Ah, das sind 24. Ja, das sind, ich habe halt noch die Kisten-Icons und so alle eingeblendet. Also ich habe jetzt nur mal schnell die gezählt, die ich tatsächlich sehen kann auf der Karte, während ich komplett rausgescrollt bin. Ich gehe davon aus, wir haben ja so einige mehr noch auf der Karte. I better hope so. Warum habe ich mich dahin teleportiert? Bin ich doch am schnellsten dran, wenn ich vom Room of Awakening einfach runterjumpe, oder? Also all jokes aside jetzt mal. Machen wir dann gleich erstmal schön was zu essen. Wir hatten, oder meine Eltern, hatten zum Mittag heute Chili con Carne und da ist noch was übrig. Für mich gab es Mittag auf Arbeit, was auch relativ geil war. Wir hatten, ich nenne es jetzt mal Reistörtchen? Nichts Japanisches, aber es waren quasi so Bulettenähnliche Reisdinger. Und dann hast du Fleisch noch dazu gehabt und Soße. Im Effekt war es Fleisch mit Reis. Aber der Reis war halt in so einer funky Form. Ich hab nicht ganz verstanden, warum, aber cool. Und Orangensaft. Mensch. Die erste Cave, die man besucht.
Ich liebe es, wenn ich gerade mein Maul aufreißen wollte und wollte sagen, also eigentlich dürften wir jetzt alle haben. Und das Spiel einfach so, yep, you got them all. I love it. I truly love it. Okay. Dann mache ich die Karte schon mal zu. Wo war das? War die nicht komplett woanders? War die nicht komplett woanders? Ich dachte, die war in irgendeinem Well drin, aber doch nicht in unserem, oder? Ich dachte, die war irgendwie an einem der Stables in einem Well. Habe ich in Erinnerung gerade die Quest. Ja. Marker says we're going here. Nee, ist schon das wohl, hast recht. Hallo. What a day. All's well. Cool. Damit haben wir alle Wells und alle Edison Signs. Und jetzt brauchen wir nur noch Kotlin irgendwoher. Das können wir in Verbindung von... Scheiße, wo war das machen? Okay, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Sorry. Ganz unten, Alter. Ah, oh, ich war nah dran. Ja, Clever Lake. Ah, ich war so nah dran. Scheiße. I'm sad. Weil in der Nähe von da dürfte auch ein Kotlin sein. Welche Tageszeit ist gerade? Ja, doch, da dürfte ein Kotlin sein. Kotlin, where is thy? Hm? So, dann lass mich mal eben kurz in die Faschingsklamotten einsteigen. Da. Ah ja, yeah, looks amazing. Okay. Falsche Taste.
I mean, it's okay. That's all. Another message. Oh no. Ich habe gerade Cursed Knowledge über Neuter bekommen. I will look at this later. A bit more detailed. But let it be known. It scares me. So, also wo definitiv einer war, war am Highland Stable. Welches da ist. Und da ist der Pico Pond. Und da kann ich mich nicht hinteleportieren. Und da haben wir Kotlin kennengelernt. Da dürfte er dann sein. Außer es ist gerade Tag geworden. Which I did not check. It is night. He should be here. Wenn er da jetzt nicht ist, mache ich einfach Feierabend. Wir werden ihn irgendwann mal finden. He is indeed not here. House Hedge. I should have guessed he would be here, but nope. Well, den Rest dazu dann ein nächstes Mal. Theoretisch gesehen haben wir aber alles. Ich würde sagen, das war ein hervorragender Tag. Wir haben basically drei große Objectives fertig. Nächstes Mal geht's dann in die Depths. Where we will do the exact same thing. Collecting everything. Und dann geht's nochmal ganz kurz in den Sky und dann sind wir durch. Kopium. Anyway, ich bedanke mich ganz herzlich fürs dabei sein. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen euch beim nächsten Mal. Schlaft gut. Tulu.